Ja, willkommen im Projektraum Ostend in der Sammlung Berdoka. Und heute möchte ich euch eine Arbeit zeigen von Hans Frommer, seines Zeichens Maler hier aus Stuttgart. Und wir kennen uns seit Akademiezeiten. Und er ist, wie ich finde, ein sehr begnadeter Maler und arbeitet unter anderem auch zusammen mit Armin Subke als Künstlergruppe Kartell. Und die Arbeit, die ich euch zeige, habe ich erstanden im Jahr 2000. Da habe ich die beiden in der Peripherie in Tübingen ausgestellt. Nämlich, da war die dabei. Und zwar hieß die Ausstellung Schön und Gut. Und das Schöne bei Hans Frommer sind auch immer seine Bildtitel. Die können durchaus auch ein bisschen länger sein. Und im Zusammenhang mit diesem schönen Motiv heißt dann der Titel wie folgt. Die überschwängliche Freude, mit der die beiden Herren den Erwerb ihrer neuen Kleinplastik feiern, wird uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hierbei um ein besonders krasses Beispiel von Fehlinvestition handelt. Das finde ich sehr gelungen. Und wie gesagt, also Hans ist auch ein toller Performer und ein Überbleibsel auch von damals aus der Peripherie in Tübingen ist das hier, was mir die beiden, sowohl Armin Subke als auch Hans Pfommer, signiert haben.